Haben wir denn hier irgendwo noch Kakteen? Und Ökokram? Nee, das war Ackerbau, ne? Oder habe ich die alle komplett verbaut? Ja. Dann, wir brauchen die Axt. Gucken wir mal, dass wir ein bisschen uns Farbe holen. Und dann gucken wir mal, dass wir gleich mal ein bisschen was einfärben. Ich glaube, wir holen einfach mal einmal komplett, oder? Weil wir brauchen doch, glaube ich, relativ viel. Und dafür haben wir die Farm ja. Also von daher. Ich glaube, das passt dann schon. Und wie wir ja gesehen haben, also es braucht relativ lange irgendwann, aber es scheint auf jeden Fall alles nachzuwachsen. Oder habe ich es mal zugebaut? Kann auch sein, dass ich das zugebaut und wieder verdrängt habe. Ne? Also will ich auch nicht ausschließen. So. Ja, die untere, die lassen wir, damit es wieder nachwächst. Und dann machen wir hier mal ordentlich. Ordentlich grünen Farbstoff. So, hier, komm, Junge. Bam. Richtig schön grünen Farbstoff geballert hier. Tadadadadam. Tadadadadam. Müsste eigentlich reichen, oder? So 400? Komm, dann tun wir den Kaktus hier rein. Und dann machen wir jetzt richtig viel Cyanfarbstoff. Ja. Und jetzt kann man den Clay damit einfach so einfärben, ne? Nee, man musste den umranden. Damit das geht, ne? Also erstmal müssen wir ihn auf jeden Fall brennen. Ja. Muss reichen. Und dann gucken wir mal kurz nach. Man musste den... Finde ich ja ehrlich gesagt fast schöner. Ne? Aber als Kacheln. Genau, man muss das umranden mit dem. Dann kriegt man dann da welche von raus. Okay. Natural Baked Clay. Da bin ich ja mal gespannt. Ach ja, das hat sich auch geändert. Ne? Die sind jetzt diese gelbliche. Zyan. Ich finde die zu dunkel. Ich finde die wirklich zu dunkel. Moment. Wir wollen ja noch eine schöne Umrandung haben. Und zwar wollen wir als Umrandung keine Slabs, sondern wir wollen diese hier haben. So, das lohnt sich ja richtig, ne? Da muss man restlichen Clay auch noch verarbeiten. Aber niemand hat gesagt, dass es leicht wird. Und als Umrandung kommen halt die, dass man so einen kleinen Absatz hat. Von innen wird das dann alles Cyan. Ja, jetzt kommen wir natürlich nicht wieder raus, ne? So. Ich hätte gern so ein richtig schön helles Schwimmerblau. Das wäre cool. Naja. Dann, Boden. Wir müssen ja zwei runter und dann müssen wir mal gucken, dass wir von unten noch. Das heißt, wir haben eine Ebene und wir haben eine andere Ebene darunter. Das ziehen wir auch hier einmal rum, das ist ja egal, da ist ja nachher dann eh irgendwie... Von der Innenseite links davor, von der Außenseite sieht man es ja sowieso nicht, also von daher passt.
Das soll ja möglichst schön technisch hell sein, ne? Und von das oben das Licht und unten kommt es halt nicht an, da muss man was dagegen tun. Ja. Und ich überlege mir mal was hier von wegen irgendwie mehr Farben für Clay. Gibt es da nicht diese Unified Dice Mod? Kann die das nicht? Die hat doch bestimmt ein schönes, knackiges Schwimmbadblau, oder? Also, mehrere Dinge zum Anpassen hier. Einmal als Info für die Nachbearbeitung. Junge, du musst mal deine Mod in Ordnung bringen. So geht das nicht. Das Inventar wird gefüllt, obwohl Creative-Modus aus ist. Da musst du was gegen tun, Junge. So geht das nicht. Das ist scheiße. Du musst deine Mod in Ordnung bringen. Als nächstes musst du, ganz wichtig, du musst nach einer Mod gucken, mit der du mehr Farben für das Clay bekommst. Dass du ein schönes, helles Schwimmerblau bekommst. Wie sich das gehört. Junge. Und trink mal was. Du bist schon völlig ausgetrocknet. Gut, hätten wir das auch geklärt. Und wehe, du machst das nicht. Jetzt. Ist scheißegal. Lass das liegen. Schneiden kannst du hinterher aber noch. Kümmer dich um die Mods. Sofort. Gut. Glowglass. Kriegt man hier denn wieder Dings raus? Wenn man die so macht, kriegt man die. Wenn man die so macht, kriegt man... die, und wenn man die so macht, kriegt man die, und wenn man die so macht, kriegt man die und die. Und wenn man die dann machen will, dann muss man erstmal wieder nach oben gehen. Zu Siege, weil da nehmen wir dann auch Plättchen. Die sind genauso hell und das passt schon. So. Die Mod ist gemeint! so. Dann gucken wir mal. Was wollte ich? Kann man hier erstmal ein bisschen Farbstoff weglegen. Ah. Es ist 10 vor 4. 20 vor 4. Irgendwie sowas. Und langsam. Langsam wird's anstrengend. Aber das machen wir jetzt noch den Boden fertig. Ich glaube, ich habe vor einer Stunde oder so schon gesagt, wir machen das jetzt noch eben schnell fertig und dann war's das. Ne? Irgendwie sowas doch, oder? Aber wir ballern jetzt noch den Boden durch und dann hat sich das Thema erledigt. So, die müssen hier auf die Höhe. Puh, sie können auch unten hin, aber dann ist hier oben alles irgendwie schön auf einer Ebene und kann man dann nämlich schön dann von den anderen Plättchen das drauflegen. Na, man kann ja von denen hier auch diese Plättchen machen, legt man die da einfach drauf. Und hat dann schick Beleuchtung von unten und hier kommt von unten das ran. So. Boah, ist wieder so Millimeterarbeit, ne? Ja. Ja. Und das kommt auf den ganzen Boden. Aber dann haben wir den auf jeden Fall hell und dann machen wir von dem anderen. Ah, trotz Energy Drink. So langsam bin ich müde. Von dem anderen... haben wir die alle verbaut? Nee, die haben wir in die Kiste getan, in der irrigen Annahme, dass das da drin bleibt, ne? Das und das und das und das. Gucken wir mal. Und das. So. Und wir brauchen ja auch gleich noch Glowglass.
Nee, nee, wir machen uns mal Holzkohle. Holzkohle ist, glaube ich, wichtiger. Wir haben nämlich gleich keine Kohle mehr. Das heißt, wir verballern jetzt das letzte Holz, was wir noch haben. Brauchen wir denn noch Holz für irgendwas jetzt? An dem Boden machen wir ja auch Stein. Die Umrandung und Clay, da gucke ich nachher gleich, dass wir eine schöne Farbe hin. Mach das jetzt, Junge! Und den Rest gucken wir dann mal. Ne? So, da haben wir auf jeden Fall genug Holzkohle. Und dann lassen wir einfach ein bisschen Sand brennen und dann haben wir gleich noch wieder ein bisschen was für Globless. Hier kommt auch noch was anderes rein. So. Und da tun wir jetzt nämlich die hier drauf. Und die sind so dünn, dass es trotzdem auffällt. Wir machen das andersrum. Das ist ja egal. Dieses Glowglass leuchtet Node mit... Oh, jetzt ist Nacht. Das Glowglass leuchtet Node mit der Helligkeit, die wir brauchen. Das heißt, die kommt von unten an den und von da kommt dann... Also... Kurz zur nochmal eindeutigen Erklärung. Wenn ich sie ranmache, leuchtet dieser komplette Node in der Helligkeit und es wird ausgebreitet nach oben und dann leuchten die halt eben entsprechend. Wenn ich das hier ranmache, leuchtet auch der komplette Node in der Helligkeit und das leuchtet nach oben und verbreitet sich entsprechend. Aber Vorteil ist jetzt, ich kann hier den hier dran machen, der ist auf der richtigen Höhe, auf nämlich der Höhe, wo er wäre, wenn er ein voller Block wäre. Manchmal, ne? Manchmal. Manchmal. Aber man kriegt hier nicht gedreht, ne? Ne, wir legen sie erstmal... Ah, jetzt können wir eigentlich das Glowglass noch kurz fertig machen. Wir legen sie erstmal hin. Ich habe ja meine Redef-Mod. Das heißt, im Zweifelsfall kann ich mir die ja einfach dann anpassen, wenn die nicht so sind, wie ich sie haben möchte. Jetzt verbraten wir das letzte Holz für Fackeln. Der kommt dann doch so. 14. Ah. Und das kommt wieder rein. Nein, da unten rein. Mim. 44 Globless. Mal gucken, wie viel wir dafür kriegen. So. Ja, ich bin gespannt. Könnte vielleicht sogar irgendwie reichen. Dim, der ist richtig. Da ist jetzt halt, wie gesagt, das am unteren Node, weil der ja hier das Ding benutzt, diese Node. Das heißt, man kann hier keinen weiteren reintun. Ich glaube, ich mache das tatsächlich immer so, dass ich die an Dings platziere.
Ich hasse ja Kies abbauen, ne? Das braucht so unerwartet unnötig lange. So. So geht's halt wesentlich schneller. Ich finde das Geräusch von auf Glas laufen in meinem Test ja total entspannt, ne? So, langsam wird's hell. Und so hell ist es dann nachher auch, wenn es ja, der andere oben drauf liegt. Oh, ich habe eine Idee. Warte mal. Wir haben ja den Replacer. Bei dieser Replace tatsächlich Replace-Funktion. Ich hab das mit dem Armer-Klicken allerdings gedrückt halten leider nicht. So. Oh, ich bin schon wieder voll. Egal, bleib liegen. Die spawnt irgendwann. So. Dann machen wir das hier genauso. Shift-Rechtsklick und hier machen wir dann Rechtsklick. Ich mache einfach zur Sicherheitshalber einmal, dass ich einmal alle ersetze. Weil hier ist mit gedrückt halten, geht's wieder. So, dann einfach aus dem Grund, damit die alle gleich ausgerichtet sind, damit ich mit der Replace-Geschichte das dann irgendwie so machen kann mit den Texturen, dass die dann auch tatsächlich so gefüllt sind. Das ist, glaube ich, gar nicht so blöd. Gefüllt ist, sondern dass sie dann halt entsprechend gedreht werden. Wenn das so überhaupt funktioniert, wenn das nicht funktioniert, ja, dann. Wir haben ja den Replacer, also im Zweifelsfall müssen wir was anderes machen. So. Oh, da ist was übereinander gelegt worden. Es lief auch schon mal schneller. So, schon haben wir nämlich einen beleuchteten Boden. Und es fällt auch nur minimal auf. Und was ist hier eigentlich schiefgelaufen? Ach ja, ich war ja voll. Da war ja was. Ich glaube, das hat locker gereicht. Das ist schon mal schön. So, wir brauchen von den Dingern noch welche. Treppen, da brauchen wir. Treppen brauchen wir 2 Stück von. Und wir brennen mal ein bisschen Cobblestone. Ich habe doch da bestimmt noch welche von, aber von denen kann man nie genug haben, gerade wenn man Technikkram baut. Weil sie sich halt, finde ich zumindest, komplett irgendwie gut für Technikbereiche eignen. So. Habe ich denn dafür komische Treppen geholt? Ich Idiot. 2, 3, 4, 5, 6. So. Na komm. So. Und
Lücke gefüllt. Danke, Cobblestone, da ist er wieder. Ja. Ach, komm. So. So. So ist doch allerliebst. Ja, hier ist halt Abgrund. Da kann man ja immer noch mal irgendwas hin tun. Oh, dann haben wir jetzt hier auf jeden Fall das. Auf welcher Höhe habe ich denn das jetzt überhaupt gebaut? Was macht der Idiot denn da für eine Scheiße wieder? Alles nochmal abreißen, alles nochmal abreißen. Es geht ja zum Glück schnell. Hätte mir beim Setzen eigentlich auch auffallen können, aber irgendwann bist du so im Tunnel drin, dass du das gar nicht mehr merkst, was du tust. Ganz blöd eigentlich. Bin ich voll? Wieso bin ich eigentlich schon wieder voll? Was ist das denn für ein Kack hier, dass ich ständig voll bin? Ich meine, prinzipiell habe ich da nichts gegen voll zu sein, aber nicht vielleicht irgendwie im Inventar. Gott, es wird nicht besser. Ja. Das ist super gelaufen. Das ist super gelaufen. So, habe ich denn jetzt Cobblestone? Ich habe jetzt Cobblestone. Und jetzt füllen wir den Boden halt einfach wieder auf. Das ist ja dann völlig egal. Na, vorher machen wir hier auch noch weg. So. Kommen wir hier in Wunderbar, eigentlich hatte ich doch hier alles fertig gebaut. So, die sind auf der Höhe. Das heißt, wir füllen einfach Cobblestone. Dafür kriegen wir die dann ja zurück. Ah, dann kriegen wir ja alles wieder. Also das ist ja alles kein Problem. Müssen wir auch gleich nochmal wieder einsammeln. Wieso habe ich kein Cobblestone mehr?